So, liebe Leute, ich würde sagen, wir fangen mit dem Schatzlogbuch an. Da bin ich auch schon sehr gespannt jetzt. Oh, East Blue, Grand Line und die neue Welt haben wir hier. Ja, dann gehen wir erstmal zum East Blue, ne? So, Kernepisode. Einige Schatzlogbuch-Episoden heißen Kernepisoden. Kernepisoden sind der Schlüssel, um im Schatzlogbuch voranzukommen. Versuche zunächst, alle Kernepisoden für deinen Rang durchzuspielen. Mhm. Okay. East Blue, Spinatschädel und gekräuselte Augenbraue. Hey, Spinatschädel, was hast du gesagt? Gekräuselte Augenbraue? Diese beiden kämpfen schon wieder. Okay, starten wir mal. Da können wir uns jetzt aussuchen. Wenn wir spielen. Ich will einfach mal Ruffy, oder? Oh, wir können alle auswählen. Aha. Wen spielen wir denn? Wen soll man spielen? Oha, Akainu. Fujitora. Die Auswahl ist so groß. Ich spiel mal Whitebeard. Auf geht's. Di-di-di-di. Anfangskarte? Kann man hier... Gibt's ja keine weiteren Karten mehr, außer die Anfangskarte hier. Naja, gut. So, und das verstehe ich auch nicht, ne? Haben wir ein paar Fragezeichen? Der Stinkefisch, bester Seekönig, was? So ein Flashback, wo Prime Kaido und Prime Whitebeard kämpfen. Uff, das wäre köstlich. Oh ja. Das würde mich auch interessieren. So hieß der erste Seekönig damals, Stinkfisch. Okay, okay. Interessant. Das können wir leider nicht skillen, aber hier unten? Ne, das auch nicht. Ich skill einfach alles. Ja, kein Problem. So. Gut, das bleibt eh gleich hier. Aber hier haben wir noch was dazu bekommen. Was nehmen wir denn da noch? Nehmen wir den Sakebecher. Vielleicht kann man so andere auch noch mit skillen. Was? Ich muss geistig umnachtet sein. Bin kurz in die Küche gegangen und habe die Fernbedienung in den Kühlschrank gelegt.
meinen Joghurt auf dem Tisch stehen lassen. Was? Frage nicht, wieso ich das weiß. Ja, warum nicht? No, das ist halt ein bisschen Insider-Infos hier. Erster Seekönig, Stinkfisch. So ein bisschen Hintergrundwissen über One Piece. Bringt Riesenkiller eigentlich was gegen Big Mom und Kaido etc. wäre an sich richtig gut. Ja, allgemein gegen die großen Gegner, ne? Vielleicht auch gegen Whitebeard. Obwohl sie eigentlich keine Riesen sind, oder? Whitebeard ist kein Riese, oder? Ich meine, wenn man das so sieht, ja. Könnte man schon meinen, dass das ein Riese ist. Ich liebe Whitebeard. Und Zoro ist fertig. Er ist ein normaler 6 Meter Mensch. Ganz normal, ja. Bist du fertig mit der Story? Ja. Gerade eben fertig geworden. Warte, Ace war Vater? Nein, nein. Steht doch im Streamtitel. Nein, nein, das ist ein Zitat von Whitebeard. Ace, war ich ein guter Vater? Das hat er kurz vor seinem Tod gesagt. Also wenn man solche Spiele mag, Zulfikar, dann kann ich es weiterempfehlen. Wenn Hack and Slay nichts für einen ist und man auch nicht gerne grindet, dann würde ich eher sagen nein. Dann zahlt sich's nicht aus. Aber wenn man den Vorgänger gespielt hat zum Beispiel und den Vorgänger auch mag, dann auf jeden Fall. Hiha! その程度の力で溺れんじゃねえよ、アホンなら。
Wo ist denn der Kommandant hier? Was haben wir? Der ist so stark! Kommt her, meine Freunde! Ah, okay. Weg mit euch! Schwups. Das war's. Big Mom und Kaido sind noch ein Zacken schärfer als Whitebeard im Spiel. Und dann die Verwandlung erst. Okay. Yay. Sollen wir mal Kaido probieren? So, da haben wir einige. Missionen. Was haben wir hier? Unendliche Ambitionen. Diese berüchtigten Piraten haben sich verbündet, um ihre Ziele zu erreichen. Schließ dich ihnen an und verursache Chaos und Verwüstung auf dem Schlachtfeld. Bellamy und Bargis. Antwort. Also die Story fand ich gut, ja. Ich fand's ganz okay. Also bis zum letzten Arc ist es halt die originale Story. Und das mit dem Empfehlen habe ich eh schon gesagt, ne? Wenn man die Art vom Spiel, mag, dann ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Und wenn du den Vorgänger gespielt hast und du den mochtest, dann kann ich dir den das Spiel empfehlen, auf jeden Fall. Es ist halt ein Hack'n'Slay und nach der Story ist es halt sehr grindlastig, ne? Aber wenn du auch online spielen willst, mit einem Kumpel oder so, das funktioniert hier auch. Hier steht eh für zwei Personen, zum Beispiel hier. Ja. Okay, probieren wir mal Kaido. Er ist zwar nicht so hoch gelevelt, aber probieren wir mal. Okay, Drachenform kann ich erst später freischalten. Ist egal, einfach mal. Ja. Gucken wir mal. Du.
Aber er hat recht, ich hab dir schon geantwortet, also. Man muss ja nicht gleich beleidigt werden. So, was haben wir denn eigentlich hier? Pandemonium, stimmt vorwärts. Okay, Donnerbagua. Was kann man hier skillen? Ah ja, das ist ganz wichtig. Na, da habe ich keine Berries mehr. Viel spät. Dam 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 dam. Einfach alles ausgeben. So. Was nehmen wir noch? Unsterblich. Ah, das brauchen wir eigentlich nicht. Zorn des großen Piraten. Kampfinstinkt. Nehmen wir. Eben eine Standard. Standard-Skillung. Oh, der ist ja auch so riesig, Alter. Oh, ja. Holy shit. Wie der reinrotzt. Oh, Mann. Bist du verrückt? Wo ist ein Bartolomeo hin eigentlich? Ah, hier, hier. OP! Aber das ist ein schönes Gefühl irgendwie, weißt? Man spürt richtig die Unterschiede zwischen den Charakteren. Also es kommt realistisch rüber, sage ich mal, ne? Vom Anime jetzt aus. Er zersägt halt alles, ne? Gehst da einfach durch wie nix. Ich meine, ist auch eine Anfangs... Ist ja auch nur eine easy Mission jetzt hier, aber... Aber trotzdem... Dieses Gefühl, dass der einfach da... Einfach nur wild durchgeht wie nichts. Aber boom. Die Kaiser sind einfach krass, ja. Ah, gut gemacht. それでいい。ザコどもに格の違いを見せつけてやれ。やれやれ。けどが来るから。
Bom. Wer ist für dich der beste Charakter? Also mein Lieblingscharakter ist Whitebeard. Ich mag das einfach so, dass er überhaupt keinen Bock auf Schätze hat oder so, ne? Ich finde das einfach... Der Typ wollte immer nur eine Familie haben. Ich finde das einfach so... So sympathisch. Keine Ahnung. Ich liebe den Charakter einfach. Keine Ahnung. Den hat das One Piece nie so wirklich interessiert halt, ne? Kaido will doch auch nur eine Armee aus Zuan nutzen. Sympathisch. Larina. Hatte er dann wenigstens eine Familie? Ja, seine ganze Crew war seine Familie. Sie haben ihn alle Vater genannt. Man kann sich unterhalten. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Oh mein Gott, ich hab da jetzt ein bisschen herumgetrödelt. Eigentlich muss ich ja sogar ab. Sei nicht so engstirnig, Tommy. Ist ja auch fast wie eine Familie. Ja, finde ich eh auch, ja. Alles okay, ne? Man muss nicht unbedingt blutsverwandt sein. Bin ich auch der Meinung. Bang, bang, bang. Hoffentlich war das jetzt noch S. Ach so, du meinst die Armee von... Oder, hä? Was, hä? Die Armee von Kaido, oder wie? Ach so, das meinst du. Ich weiß nicht so recht, Fini. Ob Kaido seine Armee als Familie sieht. Würde ich nicht drauf wetten. Was haben wir hier? Ein Kopfgeld von 500 Millionen Berry? Beschütze Lysop vor den Piraten, die sein Kopfgeld einheimsen wollen, das auf ihn ausgesetzt wurde, weil er sich auf die falsche Seite von Doflamingo geschlagen hat. Tja. Gott, Lysop. Das fand ich so geil im Anime. Gott, Lysop. Wie die ihn gefeiert haben. Das war so geil. Ja, ich bezweifle, dass sich die Kaido-Crew so familiär anfühlt. Ich auch, ja. Okay, jetzt probieren wir mal Big Mom.
Oh no, keine Kohle mehr. Essstörung? Kurze Zeit nach vorne und sucht nach Zucker. Schließlich ist sie etwas Süßes und stellt Leben wieder her. Hungrige Königin. Leben oder Süßes? Hm. Bei Big Mom habe ich noch nicht herausgefunden, wie man die Zwischenform bekommt. Alles gut. Ich will es gar nicht wissen eigentlich, ne? Hier, ich möchte ein bisschen noch selbst rausfinden. Deswegen passt das schon. Ah, hier haben wir gar kein Sage-Ding. Ah, Sage haben wir schon, aber... warte, was suche ich denn eigentlich? Kopfgeld. Kopfgeld, Kopfgeld. Gibt's keins? Oder bin ich blind? Egal, lass mal's. Oh, wollte dich mit der Kaido-Form dann nicht spoilern. Sorry, alles gut. Kein Problem. Die Musik, die gibt's schon seit Pirate Warriors 2, aber die ist so gut. Wie Krokodil lacht. So, so riesig. Weg mit euch, ihr Stinker! Buggy der Arme. RIP. Welches Gebiet? Ist das Rafi? Das haben wir doch schon eingenommen, oder? Ich weiß noch damals auf der Fischmenscheninsel, wo wir alle Theorien hatten, dass Big Mom eine Säure
ETF hat. Des Speichels, stimmt, ja. Stimmt. Stimmt. War die Szene habe ich auch ganz vergessen. Als er mit ihr telefoniert hat, oder? Wie war Wano? War okay. Wir gehen mal weiter. Wir müssen Ruffy retten. Big Mom! Rette Ruffy! Ich habe mir die teure Version geholt. Sulfi. Als One Piece Fan ist das ein Muss. Zumindest war das für mich so. Ach so, nein, nein, nicht mit der Figur. Die Collectors habe ich nicht, nein. Die waren schon alle ausverkauft. Genau, wo er ihr den Krieg erklärt hat. Die Fischmenschen-Insel unter seine Fittiche genommen hat. Ja, das war auch legendär. Er scheißt sich einfach nix. Das war schon wieder so typisch Ruffy irgendwie. Hey, mal eine Frage. Muss man den Online-Modus erst freischalten? Nicht, dass ich wüsste. Also bei mir wurde es direkt angezeigt. Wie die alle rumfliegen, wie weiß ich nicht was. Genau. Den Charakterpass habe ich mir auch geholt, ja. Sind aber wahrscheinlich nur die aus Pirate Warriors 3. Ist mir auch recht. Wäre mir auch recht. Ich weiß gar nicht, wer fehlt. Wer fehlt denn eigentlich? Oh. Das war voll daneben. Oh.
Ob das es wird, ich weiß nicht so recht. Jules, Jules, danke dir! Willkommen in der Pfanne! Und jetzt Pum! Das juckt dich wirklich nicht, ich finde das absolut dreist. Nee, nicht wirklich. Also, ja. Ich glaub's aber auch nicht. Ich glaube nicht, dass jetzt nur Charaktere aus Pirate Warriors 3 kommen. Aber es wird mich jetzt nicht unglaublich stören. Sagen wir es mal. Aber ich kann es verstehen, wenn du so denkst, ja. Weil es halt was Aufgewärmtes ist, mehr oder weniger. Aber im Grunde ist das jedes Pirate Warriors, ne? Marvin, danke dir. Auch dir willkommen in der Pfanne. Stimmt, Enel oder Magellan? Ja, stimmt. Nee, ich bin nicht im Online-Modus, ich spiele allein. Was ist Baby 5? Was war das nochmal? Baby 5. Wow. Die habe ich komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht. Die Frau aus der Doffy-Crew, die hat diese Waffen. Oh, also sie kann jede Waffe aus ihrem Körper machen. Ah, das war die. Ja, gut, die war so unbedeutend irgendwie. Ne? Das Kannst du mir den Online-Modus bitte zeigen? Ah, den wollte ich eigentlich nicht spielen. Den wollte ich eigentlich nicht spielen. Den irgendwann mal, aber. Also, ich spiele jetzt zum dritten Mal. Also, es ist der dritte Tag. Da wollte ich eigentlich. Nicht unbedingt online spielen, sorry. Also habe ich gehört, dass es irgendwie Probleme gibt mit Spielersuche und sowas. The Seven Sins, servus. Also das Spiel schon durchgespielt. Die Story. Jetzt beginnt das Grinden. Einmal zeigen. Okay, ich probier's mal. Ich probier's mal, okay? Also ich probier das mal hier. Hauptsache Spaß. Episoden. Ich probier das mal. Das irgendwie geht. Oder wir treten einmal bei. Irgendwo beitreten. Nee, ich will Whitebeard spielen. Aha. Schauen wir mal. Sitzung konnte nicht gefunden werden. Ja. Ich glaube, die Episode, die will keiner spielen, ne?
Aber was ist der Sinn davon, den Windsmoke zu bekommen, wenn man die eh schon hat? Ist ja nicht so, dass jeder Rayleigh spielen möchte, aber scheiß drauf, wir haben die Windsmoke-Brüder raus, die keiner will. Ah, okay. Ja. Ja, Charaktere freizuschalten, das ist ja auch nicht wirklich. Ja, du spielst einmal die Story durch und hast fast alle freigeschalten. Ja, der findet nichts. Zumindest bei der Episode jetzt. Was haben wir hier? Als gerade Zeit für traute Zweisamkeit war, kam die verdammte Marine in die Quere. Kämpfe an der Seite der Kaiserin und vernichte die winselnden Würmer, die dir im Weg stehen. Wen probieren wir jetzt? Probieren wir mal Katakuri. Dieses Game ist einfach der größte Schmodder. Ich find's ganz cool. Ich habe meinen Spaß dran, ne? Aber ist halt alles Geschmackssache. Ich kann's absolut verstehen, wenn man dieses Spiel nicht mag. Also dieses Spielprinzip auch, ne? Aber wenn man Fan der Reihe ist, dann... Ja. Dab, 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 dab. Unaufhaltsame Donuts. Ah, jetzt haben wir echt das Maximum am Technik-Level, aber egal. Wir testen ihn einfach mal. Hier ist Snack-Time. Ihm kann man auch Leben wiederherstellen. Okay. Ich mag die Musik. Ja, die Musik ist gut. Cavendish ist ganz spaßig, muss ich sagen. Habe ich noch nicht gespielt. Muss ich auch noch ausprobieren. Ich bin eh gerade ein bisschen am Durchprobieren, ne? Wie kann man alles freischalten, ohne dass ich die Story spielen muss? Warum willst du das machen? Ich meine, theoretisch kannst du die Story ja komplett überspringen, mehr oder weniger, ne? Und nur zocken. Kannst ja alle Szenen überspringen. お前も分身できるのか、その比例どちらの能力が上か試してやる。
Da schießen wir mal Smoker hier. Oh, der hat ein Schild. Donuts. Oh yeah. Das ist cool gemacht. Ich find's halt auch richtig cool, dass sich halt wirklich jeder Charakter anders anfühlt, ne? Also das haben sie schon gut hinbekommen. Katakuri auch. Okay. Wer ist dein Lieblings-One-Piece-Charakter? Meiner ist Whitebeard. Wenn du springst und dann Dreieck drückst, kannst du Bohnen auf die Gegner schießen. Das probiere ich dann. Ah, tatsächlich. Stark. Ui, ihr habt die Bohnen. Wer will Bohnen? Was machen das eigentlich hier? Hä? Die Bohnen. Shigi schon wieder. Beiseite. Shigi. Ich bin jetzt bei Enies Lobby und mich bockt das nimmer. Hab schon das alles Warrior 2 oder 3 gespielt und jetzt nochmal. Aber ist ja auch schon Jahre her, oder? Ich meine, ich kann mich echt kaum noch an Pirate Warriors 3 erinnern, irgendwie. Also ist natürlich noch was im Kopf geblieben, aber es ist halt schon wirklich Jahre her. Der Shigi habe ich locker schon 1000 Mal getötet.